Hallo und liebe Leute, guten Tag. Wir spielen ein Download Check, denn mein großer Tower hat gemeint, ich gehe jetzt 5 Tage lang an und du darfst heute Abend noch Treiber installieren. Dann ist gut, dann ist vorbei, dann ist Schluss, dann habe ich keine Lust mehr mit dir. Und so war es auch. Ich habe Treiber installiert. Für meinen WLAN-Stick, ich wollte eigentlich online gehen. Für mein Headset. Puff, weg war er. Denke ich, hä? Was war denn da jetzt los, ne? Versuchen doch mal einzuschalten. Lässt er sich nicht einschalten? Jetzt war gar nicht mehr. Ich schau gerade Stecker raus, Stecker rein. Da leuchtet es mal kurz. Blub, dann ist wieder aus. Tja, da ist irgendwas im Netzwerk kaputt. Aber ich lasse mich nicht die miese Laune vermiesen, denn ich bin jetzt ein Download-Check, das weiß ich. Guten Abend. Finde ich sehr vernünftig von Ihnen, dass Sie sich um diese Zeit an den Computer schwingen, statt unter Menschen zu gehen. Am Ende könnten Sie ja noch etwas erleben. Wie viele tapfere kleine Kandidaten haben wir denn heute? Einen Check. Okay, dann tippen Sie mal Ihren Namen ein. Okay. Sehr schön, danke. Bitte. Ihre Spielertaste ist der Buchstabe B. B wie Bauchspeicheldrüse. Okay, Ohren aufsperren. Ich erkläre Ihnen, wie das Ganze funktioniert. Genau, Sie kriegen jetzt Fragen gestellt. Wer als erster seine Spielertaste drückt, darf antworten. Wählen Sie die Antwort aus, die Sie für die richtige halten und drücken Sie die entsprechende Zahl auf Ihrer Tastatur. Alles klar? Gut, dann wollen wir mal. Also es kann man bis zu 4 Spieler auf Tastatur zu spielen. Das macht dann schon Bock. Heute spiele ich mal allein. Show. Okay, ja, alle Mann bereit, gekämmt und angeschnallt? Ja. Gut, dann kann's ja losgehen. Voll. Dann wählen Sie mal eine Kategorie. Rockstars in Windeln, Popstars in Tomatensauce, enthalte Pop-Terroristen. Nehmen die drei. Die Kategorie lautet enthalte Pop-Terroristen. Und dafür gibt es 6.000 Euro. Wow, und wieder so einmal heißt es hier bei uns, was ist wahr? Vervollständigen Sie diese Aussage. Po, Raff, Pupo, Neck, Sux, Weed, Area 51 und 883 sind alles Enthaarungscremes, italienische Popstars, terroristische Vereinigungen oder geheime Testlabors. Also Weed ist ein Enthaarungsprodukt, Area 51 ist ein geheimes Testlabor, 883... Sie haben's in der Hand! Ich sag 4. Psst! Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Nein, bitte nicht! Das ist falsch! Nein! Warum? Da sitzt doch die Enthaarungscreme. Und das wäre die richtige Antwort gewesen. Es sind alles italienische Popstars. Und wenn Sie glauben, dass mir zu einer derart unnützen Information auch noch ein Witz einfällt, dann haben Sie nicht mehr alle Tomaten auf der Pizza. Ja. Okay, wählen Sie eine Kategorie. Ein Wesen, neue Energie und Star. Schauspieler, Bewerbung, der sichere und der sichere Tod. Genau, das nehmen wir. Die Kategorie lautet diesmal Bewerbung und der sichere Tod. Und diesmal sind 4 Riesen zu holen. Okay, wir erinnern uns an einen bekannten Werbeslogan. Glück, Glück, Glück ist ein frisches Diebels. Aber Glykol, Glykol, Glykol ist was? Ein Kohlehydrat, ein Schmiermittel, ein Alkohol oder ein Zuckersirup. Glykol, Glykol. Wenn ich es nicht wissert, was das Zeug ist. Jetzt geht's! Kohlehydrat, ein Schmiermittel, ein Alkohol oder Zuckersirup. Nein, das wäre Glykogen. Glykogen, Glykogen. Aha. Oh weh, oh weh, oh weh. Die wär's gewesen. Glykol ist ein Alkohol. Glykol schmeckt süß, ist aber giftig. Weswegen Sie beim Bier bleiben sollten, solange Sie sich nicht allzu unglücklich fühlen. Welche Kategorie darf sein? Wenn die Brüste südwärts ziehen, günstiger Strom und schreien die Mieter, riesig Gepäck und widerliche Getier. Ich nehm die 1. Oh ja, doch.
Fisch, oder? Und die Frage läuft unter der Kategorie, wenn die Brüste südwärts ziehen. Für die richtige Antwort gibt es 2000 Euro. Ja, die kann ich schwer sein. Okay, Frauen, aufgepasst. Dieses Thema betrifft Sie. Wenn Sie jetzt 25 Jahre alt sind und Ihre Brüste sich pro Jahr 0,25 cm Richtung Bauchnabel bewegen, um wie viel sind Sie dann abgesackt, wenn Sie 49 sind? Um 12 cm, um 6 cm, um 4 cm oder um 8 cm? Halt 10 zu 2,5. Ran an den Speck! 30. Sechs. Richtig! Um 6 cm. Und das bedeutet, wenn Sie mit 55 ohne BH unterm T-Shirt rumlaufen, können Sie Ihren Enkeln erzählen, dass das kleine Aliens sind, die da in Ihrem Bauch rumwuseln. Wählen Sie eine Kategorie. Unendlich weit bei den Gedränge, wenn Frauen ihre Hochzeitstage haben, Hilfe meiner Assistenten betrügen mich. Unendliche Weiten. Ah nein, ich wollte die 1 nehmen. Alles muss man selber machen. Nein. Hey, sehen Sie mal, was ich gemacht habe. Ich habe eine Wann-war-was-Frage für Sie ausgewählt. Nein, die finde ich nett. So, ich zeige Ihnen jetzt ein Ereignis, wie zum Beispiel dieses. Die Konservendose wird erfunden. Und dann zeige ich Ihnen nacheinander 7 weitere Ereignisse, wie etwa dieses. Sie sollen mir dann jeweils sagen, hat dieses Ereignis stattgefunden, bevor die Konservendose erfunden wurde, nachdem die Konservendose erfunden wurde, oder hat es nie stattgefunden? Drücken Sie Ihre Spielertaste, wenn die richtige Antwort erscheint, dann gewinnen Sie 1000 Euro. Aber Vorsicht, wenn Sie eine falsche Antwort geben, dann verlieren Sie 1000 Euro. Und zwar jedes Mal, wenn Sie falsch antworten. Alles klar? Dann wollen wir mal. Ist alles klar, und gut. Die Kategorie für diese Wann-war-was-Frage lautet... Hilfe, mein Aszendent betrügt mich. Interessieren Sie sich auch für Astrologie? Nicht? Ich auch nicht. Also, ich habe hier ein Zeitungshoroskop und ich suche jetzt einfach mal ein beliebiges Sternzeichen heraus. Was nehmen wir denn? Na, sagen wir den Krebs. Und jetzt will ich von Ihnen wissen, ob dieses Sternzeichen vom Anfang des Jahres angerechnet vor dem Krebs kommt, nach dem Krebs. Oder ob es nie kommt, da es dieses Sternzeichen gar nicht gibt. Danach, glaube ich. Ach, scheiße. Davor? Okay. Jungfrau. Ach, Möwe. Wie? Warte mal. Nein, okay. Da war es davor. Drillinge. Stier. Davor. Skorpion. Das war's. Dann wollen wir doch mal gucken, wie die Sache für Sie gelaufen ist. Naja, ziemlich durchwachsene Leistung. Werfen wir einen Blick auf Ihren Kontostand. So, und schon geht's weiter. 6000. Kategorie bitte. Halbstarke Raubtiere auf Alk, super langweilige. Fettrömbrands, ziemlich eklige Stückwürfige. Ich nehme die 3. Und hier die Kategorie für diese Frage. Ziemlich eklige Schokoriegel. Und dafür gibt es 2000 Euro. Lecker. Sie kennen doch diese Werbung für den Kinderriegel. Wenn nicht. Dich der Milchjieper packt, nein, oder? Niemals. Soweit so gut. Aber wenn Sie statt des Milchjiepers der Milchnerjieper packt, was sollten Sie dann mit Schokolade überziehen und aufessen? Einen männlichen Fisch, den Vorarbeiter einer Molkerei, ein weibliches Wildschwein oder einen männlichen Hirsch? Ich? Ich damit Schokolade überzieht essen muss. Schlagen Sie zu! Ich nehme jetzt 2. Komiker. Weiß ich. Bin lustig. Ich zeig Ihnen mal, was ich getippt hätte. Ach, zeig's mir, ja. Ein Milchner ist ein geschlechtsreifer männlicher Fisch. Und ich höre, es sollen auch bald Kinderriegel mit Fisch auf den Markt kommen. In den Geschmacksrichtungen Karpfen, Forelle Blau und Räucheraal. So. Eine Kategorie, was, bitte. Noch 1 Million Jahre bis Silvester? Wo bleibt meine Hühneraugensuppe? Hollywood-Stars im Kleidstück im Kugelhage in 1. Diese Kategorie trägt den Namen... Was?
Noch 1 Million Jahre bis Silvester? Boah. Und da es nicht allzu leicht wird, gibt es 6.000 Euro für die richtige Antwort. Scheiße. Okay, aufgepasst jetzt. Wissen Sie, was der kosmische Kalender ist? Das ist die Darstellung des gesamten Zeitraums vom Urknall bis zur Gegenwart anhand eines einzigen Jahres. Also, der Urknall ist der 1. Januar, unsere Gegenwart wäre der 31. Dezember, kurz vor Silvester. Kapiert? Ja. Gut. Wer hätte laut kosmischem Kalender am 31.12. um 23.59 Uhr und 56 Sekunden schleunigst den Shampoos aus dem Kühlschrank holen müssen, damit wir um 0 Uhr anstoßen können? Die ersten Menschen? Jesus Christus, Christoph Kolumbus oder John F. Kennedy? Wer hätte laut kosmischem Kalender am 31.12. Jesus vor Weihnachten? Versuchen Sie Ihr Glück! Kolumbus, John F. Kennedy. Ich nehme die 4. Lassen Sie das doch! Okay. Eieiei, es ist so. Gemäß dem kosmischen Kalender lebte Jesus etwa am 31. Dezember gegen 23.59 Uhr und 56 Sekunden. Jesus hätte also den Shampoos holen müssen. Aber der Herr hatte ja Besseres zu tun, wie zum Beispiel die Welt von ihren Sünden zu befreien. Tschüss. Suchen Sie sich eine Kategorie aus. Alles Goldmuskels. In Englisch ist gleich so much cooler. Ein Big MacGyver mit Pommesbitte in die 3. Sie haben es bald überstanden. Doch zunächst Jack Attack. Achten Sie auf die Begriffe, die auf Ihrem Monitor erscheinen. Drücken Sie Ihre Taste, wenn ein Wortpaar erscheint, das zusammengehört. Wenn Sie richtig antworten, gewinnen Sie Geld. Wenn Sie falsch antworten, kostet Sie das Geld. Und zwar jedes Mal, wenn Sie falsch antworten. Und merken Sie sich. Die Spur ist der Clou. Das Wortpaar gehört nur zusammen, wenn es zu diesem Fingerzeig passt. Einen Big MacGyver mit Pommes, bitte. Aber bitte. Beetle. Juice. McLemon. McCartney. McGojack. McWingo. Was war der Wingo? Genau, Beatles waren die Wingos. Computer. Macintosh. Farmbesitzer. Old McDonald's hat eine Farm. TV-Serie. McGojack. Da war es eigentlich schon. Doc, geht auch, MacGyver. Genau. Shakespeare-Figur. Hamlet war keine Shakespeare-Figur. Okay. Fast Food-Kette, McDonalds. Kleine Spieler, keine Ahnung, kenne ich mich da aus. McBagger. Keine Ahnung, weiter. Schmerzliche Erfahrung, ja. Die tiefe Wunden ja. Hinterlassen wird. Hier der Endstand. 18.000 minus! Ich muss doch Geld mitbringen! Ich habe hier eine interessante Statistik für Sie. Sie besagt, dass von 6 Schimpansen, die bei unserem Spiel wahllos auf der Tastatur herumgehackt haben, alle 6 besser abgeschnitten haben als Sie. Also, gehen Sie in den Zoo, lassen Sie sich das Spiel von den Primaten dort erklären und dann sehen wir uns wieder hierbei. Gratuliere! Sie haben einen Highscore geschafft! Ob das wohl was damit zu tun hat, dass die Highscore-Tabelle völlig leer war? Aber naja, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie nochmal spielen wollen, ja?
Lingua Globalia. Sie kommen aus einem fremden Land und wollen sich in Deutschland eine Existenz aufbauen? Sprachprobleme können hier sehr hinderlich sein, besonders in außergewöhnlichen Berufen. Ich will gut Zuhälter aus Kasachstan, aber nichts gut Deutsch, Scheiße. Ich sei ein fundamentalistischer Mann und stationiert in Deutschland, aber nichts kann sprechen Deutsch. Kommen Sie zu uns. Bei Lingua Globalia erlernen Sie rasch alle Fachbegriffe, die Sie zur Ausübung Ihres Berufs brauchen. Ich bin dein Lude. Los, geh anschaffen. Ich bin deine Lude. Los, geh anschaffen. Egal in welcher Branche Sie arbeiten, bei uns lernen Sie, sich korrekt auszudrücken. Tod allen Ungläubigen. Tod allen Ungläubigen. Sehr gut. Deklinieren Sie Plastiksprengstoff. Der Plastiksprengstoff des Plastiksprengstoffs, dem Plastiksprengstoff. Lingua Globalia. Alle Sprachen, alle Branchen. Wie passend. Wie viele tapfere kleine Kandidaten haben wir denn heute? Nur einen. Ich spiele noch eine Runde. Okay, dann bräuchte ich jetzt noch Ihren Namen. Zeige wegen die Gimmicks. Nein, mach ich nicht. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Sie sollen Ihren Namen eintippen. Ich tippe einen Scheißdreck in meinen Namen ein. Okay, das ist meine letzte Warnung. Tippen Sie Ihren Namen ein. Ich kann nix tippen. Ich Ausländer, ich nix gut Deutsch. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen ganz einfach einen Namen. Nämlich Fossi Bär. Ihre Spielertaste ist das B. B wie Buchstabensuppe. Oh, Sie haben's ganz eilig. Na, von mir aus. Dann legen wir los. So, die Anleitungen überspringe ich. Jetzt muss man ja neu kennen und muss man neu gespielt haben. Ja, nicht mehr lange. I don't know, Jack. Oh, es wird runtergespielt. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Hallöchen und herzlich willkommen. Schön, Sie heute in unserer Show zu haben. So, wenn jetzt noch jemand für kleine Jungs oder Mädchen muss, hat er Pech gehabt. Welche Kategorie darf's denn sein? Mutti, da hängt ein Typ unter einer Nase, Lifestyle und leicht zauberhaftes Süßschild. Ich nehme die erste. Und jetzt? Mutti, da hängt ein Typ an meiner Nase. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Euro. Aufgepasst, es geht los. Wie jeden Morgen suchen Sie Ihr Gesicht nach Mitessern ab, finden diesmal aber stattdessen einen Todesser. Was hängt da in Ihrem Gesicht? Die Hauptfigur aus Stephen Kings Es, ein Wesen aus Harry Potter, ein Gedicht von Günter Grass oder ein afrikanischer Aasgeier. Also Todesser müsste ja der aus Harry Jetzt Potter liegt's sein, an Ihnen. Die Todesser sind die Anhänger des bösen Lord Voldemort aus den Harry Potter Büchern. Aber gegen das Böse hilft ja bekanntlich das neue Klerasil mit Weihwasserzusatz. Okay, eine Kategorie bitte. Na, Digimons, höre ich das auf Tickets zu Tiere und dann ätzende Chemikalien. Ich finde Hip-Hop-Songs. Nummer 1. Oh ja, klar. Und so lautet unsere Kategorie. Digimons, nur echt aus der Apotheke. Und dafür gibt es 4000 Euro. Gott sei Dank. Es gibt ein neues Digimon. Ja! Zu Gatomon, Gabumon, Rinamon und Konsorten gesellt sich nunmehr Pheromon. Was dürfte die Spezialität dieses neuen Digimons sein? Kann es Pickel bekämpfen, Nein. abführend wirken, Nein. Geburten einleiten oder Sexualpartner anlocken? Das eine kann's mit dem anderen, sag ich mal so. Jetzt geht's! Ich weiß es, glaube ich. Es kann Sexualpartner Pheromon anlocken, denn Pheromone sind Sexuallockstoffe. Das führt natürlich dazu, dass so sich die Digimons ungehemmt vermehren. Und das wiederum führt dazu, dass noch mehr Digimon-Kram über diese Welt kommen ja. wird. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Ich hau dir deinen Nasusplatz mit voller Krankheit für alle. Genau, das klingt gut. Und das ist die Kategorie. Wir fordern Krankheit für alle. 2000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Okay, Gehirn einschalten. Was Hier gehört? Kommt die Frage. Sagen wir, Amnesty International benennt sich in Amnesie International um. Wofür wird sich die Organisation in Zukunft einsetzen? Für interkontinentale Krankheitsgeschichten, für internationale Blutarmut, für globalen Gedächtnisschwund oder für Amnesie. Weltweite Organverkümmerungen? Gedächtnisverschwund. Ah, den Speck!
Amnesie International wird sich für globalen Gedächtnisschwund einsetzen. Ja, das war das. Und wir machen, wie heißt nochmal? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer sind all diese Leute hier? Kategorie wählen, bitte. Doch gehen wir in meinen Toilettengang, Waschmittel, verdrehte an der Himmelspforte, 1 Million Tonnen Weihnachtsgeschenke. Weihnachten steht vor der Tür, komm, scheiß drauf. Die Kategorie lautet 1 Million Tonnen Weihnachtsgeschenke. 100 Millionen Tonnen Weihnachtsgeschenke. Und bei dieser Frage winken 4000 Möpse. Was, Möpse? Typisch. Oh, da wünscht man sich mal was zu Weihnachten und prompt besorgen die Verwandten natürlich das falsche Geschenk. Sie wollten einen Kanarienvogel, bekommen versehentlich aber eine kanarische Insel geschenkt. Welches Eiland wird jedoch nicht unter ihrem Weihnachtsbaum liegen, weil es nicht zu den Kanaren gehört? La Palma, Lanzarote, Formentera oder Hierro? Hierro, glaube ich, ja. Formentera. Könnte Lanzarote dann. Schlagen Sie zu! La Palma ist, glaube ich, ja, eigenständiges Land, oder? Ich nehme mal 2. Sie sollen doch vor dem Spiel keine Drogen nehmen! Oh, Scheiße. Hey, sehen Sie mal, was ich hier habe. Die richtige Antwort. Formentera gehört nicht zu den Kanaren, sondern zu den Balearen. Aber jede Wette, wenn Sie sich nächstes Jahr einen Ball wünschen, kriegen Sie garantiert genau diese Balearen geschenkt. Okay, wählen Sie eine noch Kategorie. Noch eine Portion Chubby-Liebling. Gibt's auch kontinuierte Witze? Gibt's eigentlich auch Infos? Eine hervorragende Wahl, denn jetzt heißt es für Sie Sekt oder Selters. Juhu, das lasse ich mal gemerkt. Und die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage lautet, gibt es eigentlich auch Höllenfahrtsnasen? So, ich lese Ihnen jetzt 7 Begriffe vor und möchte jeweils von Ihnen wissen, gehört davor das Wörtchen Himmel, das Wörtchen Hölle oder passt beides? Erscheint ein Begriff, zu dem das Wort Himmel passt, drücken Sie die 1. Passt das Wort Hölle, drücken Sie die 2. Ja. Trifft beides zu, drücken Sie die 3. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann drücken Sie die 4. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 1000 Euro. Für jeden falsch oder gar nicht zugeordneten Begriff ziehe ich Ihnen 1000 Euro ab. So, Sie haben 30 Sekunden, um alles zu beantworten. Okay, und los geht's. Bett, Himmel, Hölle oder beides. Maschine. Höllenmaschine. Spektakel. Höllenmaschine. Ah, Scheiße. Nein, falsch, der Begriff ist beides! Herrgott Sakra! Was? Tempo! Tempo. Letzter Begriff! Blau! Himmelblau, Hölle! 2 richtige, 5 falsche! Hätte schlimmer kommen können, ja, hätte schlimmer aber nicht kommen viel! Naja, vielleicht läuft's bei der nächsten Frage ja wieder besser! Oder auch nicht! Wählen Sie eine Kategorie! Nimm sofort diesen Planeten vom Tisch! Filmmäuse im Versuchslabor, Kennerys, schlechte Nachrichten. Nimm die 2. Zum Beispiel bei die Kategorie Filmmäuse im Versuchslabor. Und für die richtige Antwort winken 2000 Euro. Na so ein Mist. Dem Tierversuchslabor sind die Versuchstiere ausgegangen. Wenn die Wissenschaftler für ihre Tierversuche eine Maus, eine Katze und einen Hund benötigen, wen könnten sie sich dann von Hollywood ausleihen? Bernard und Bianca, Donkey und Rintintin, Jerry, Tom und Elliot, Stuart Little, Garfield und Scooby-Doo oder Speedy Gonzales, Selim und Mr. Ed. Stuart Little ist eine Maus, Garfield ist eine Katze und Scooby-Doo ist ein Hund. Jawollchen! Stuart, Garfield und Scooby mit Messsonden im Kopf. Bestimmt ein super lustiger Tag für die Wissenschaftler. Kategorie bitte. Wie nennt ihr denn euer Nachwuchs, mein schmackhafter Körper? Was habt ihr denn auf Lage? Mein schmackhafter Körper. Nam, 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 nam. Jetzt heißt es Jack. Ja, das kennen wir doch schon. Sie wissen ja bereits, wie das Spielchen geht. Ja. Also aufgepasst, hier kommt Ihr Fingerzeig. Mein schmackhafter Körper. Jam, 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 jam. Oh Gott. Orange. Orange. Haut. Ja,
noch Lungenblüte gehört. Mandel. Mandel. Mandelhaut. Mandelkopf. Mandelpenis. Mandel, keine Ahnung. Mandelbäckchen. Nächstes. Blumenkohl. Ah, da war es. Blumenkohl. Wurst. Finger. Mandel. Tor. Mandel. Schwer zugeschlagen. Mal sehen, wie sich das im Endstand niederschlägt. Ja, wegen besser. Wow. Und das war's. Ich habe meine Rechnung bezahlt und darf 1000 Euro mitnehmen. Der beste Kandidat in diesem Spiel. Wirklich, nur blöd, dass keiner da ist, um Ihnen Beifall zu klatschen. Hast du was? Ahnung. Ja, hat auch sein Gutes. Denn auf die Weise hört's auch keiner, wenn ich Ihnen sage, dass Sie für mich trotzdem keine Ahnung haben von... You don't know Jack. Jetzt sind sie ganz oben. Nur schade, dass jetzt keiner da ist, um ihnen auf die Schulter zu klopfen. Aber sie mussten ja unbedingt alleine spielen. Ja, falls sie den gleichen Fehler nochmal machen wollen, sagen sie mir Bescheid. Eltern kennen diese Situation. Ah, das ist auch gut. Sind wir bald da? Mami, mir ist schlecht. Ich muss mal pipi. Mir ist langweilig. Sind wir jetzt bald da? Kinder im Auto. Das nervt einfach. Und wie? Ich lasse jetzt wegen die Werbung laufen. Bugsy Buggy hat die Lösung. Den Sedi-Seat Auto Kindersitz. Sedi-Seat macht Schluss mit quengeligen Kindern auf dem Rücksitz. Wie funktioniert Sedi-Seat? Sedi-Seat verfügt über einen Injektionsmechanismus im Sitzpolster, der ihrem Kind, schon während sie es ins Auto setzen, unbemerkt ein starkes Schlafmittel in den Po spritzt. Out! Sie werden sehen. Noch bevor sie den Wagen anlassen, schläft ihr Kleines tief und fest. Gute Idee! Aber damit nicht genug. Sedi-Seat lässt sich ganz einfach mit dem Zigarettenanzünder ihres Autos koppeln, sodass sie bei längeren Fahrten auf Knopfdruck die Dosis beliebig erhöhen können. Und falls sie es mit der Dosis mal ein wenig übertrieben haben, gibt es ja noch unsere Sedi-Seat Schlafmittelentzugsklinik. Super! Ja, Sedi-Seat. Denn im Auto ist nur ein ohnmächtiges Kind ein gutes Kind. Schrapnell präsentiert Babette, die Beauty-Puppe zum selber operieren. Oh Babette, oh Babette, dein Busen ist zu klein. Komm, wir operieren dir schnell Silikonpölsterchen rein. Es ist nur ein kleiner Schnitt und es tut auch gar nicht weh. Du wirst sehen im Handumdrehen, hast du Riesenhüpsi. Und was seh ich denn da? Fett im Schenkel und im Bauch, das entfernen wir schnell mit dem Fettabsaugungsschlauch. Deine Nase, die ist krumm, aber nicht mehr lang, mein Kind. Denn mit meinem Skalpell schnitz ich dir ne gerade hin. Und die Fältchen im Gesicht, ja, die bügle ich dir raus. Wenn ich mit dir fertig bin, siehst du wie ne Mumie aus. Du hast Narben überall, Blutergüsse noch dazu. Doch das ist mir egal, wenn ich groß bin, möchte ich aussehen so wie du. Babette, die Beauty-Puppe für Mädchen, die wissen wollen, was mit 16 auf sie zukommt. Wie viele Leute wollen denn heute mitspielen? So, ich spiele, aber es wäre gerade wirklich gefällt. Alte Spiel. Okay, wenn Sie uns jetzt bitte noch Ihren Namen verraten. Und ich verweigere natürlich wieder meinen Namen. Ist doch klar. Erde an Kandidaten. Hallo, Kandidaten? Ihren Namen bitte. Kandidaten? Also langsam aber sicher reißt mir der Geduldsfaden. Tippen Sie jetzt Ihren Namen ein. Nein. Ich will doch aber nicht. Gut, dann muss das eben anders gehen. Sie heißen ab sofort Suppenhuhn. Toll, danke. Also, Ihre Spielertaste ist der Buchstabe B. B wie Baldrian-Tablet. Oh, Sie können es anscheinend gar nicht mehr erwarten. Na, mir soll's recht sein. Baldrian-Tablet. Wissen ist Macht. Und Jack weiß alles. Stimmt. Also nur der Quizmaster. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Hallo und herzlich Hallo. Willkommen bei You Don't Know Jack. Hallo Jack. So, sitzen Sie bequem, das dann gut, mal los. Sitzt gut. Welche Kategorie darf es denn sein? Fährst du und spinnerte Spanier Götter in den Farsch. Oh, bietet mich mal aus, Judo. 1, 2, 2.
gehört an mich. Und die Kategorie für diese Frage heißt Götter in der Fahrschule. Hallo. Die richtige Antwort bringt 6.000 Euro. Also dann los geht's. Angenommen, Hindu-Gott Vishnu möchte den Führerschein machen. Welche Ermahnung wird er sich von seinem Fahrlehrer anhören müssen? Alle vier Hände ans Lenkrad, alle drei Augen auf die Straße richten, nicht mit dem Elefantenrüssel schalten oder Gurt anlegen, 17 Brüste hin oder her. Vishnu ist ein Hindu-Gott. Ja. Sie haben's in der Hand. Ich glaube, der hat auf Arme. Augen hat er, glaube ich, keine. Yep. Vishnu hat vier Arme und Hände. Das heißt, er kann auf der Autobahn gleichzeitig Hupe und Lichthupe bedienen und ihnen einen Vogel und den Stinkefinger zeigen. Haha, cool. Welche Kategorie darf sein? Monarchin in Blöderteig, Herr Uber, Befehl, 17 Millionen, Bejagten und Salz, feuchte, glitschige Disco-Füße, nehmen wir eins. Die Kategorie für diese Frage lautet Monarchinnen in Blätterteig. Lecker. 2.000 Euro ist unser Angebot für die richtige Antwort. Sie laden Ihren Chef zum Essen zu sich ein. Das da muss natürlich schon was Besonderes auf den Tisch. Nee. Wenn Sie Ihrem Chef Königinnenpastete aus echten Königinnen vorsetzen möchten, wen sollten Sie dann nicht zu Pastete verarbeiten? Anna Boleyn, Marie Antoinette, Jeanne d'Arc oder Maria Stuart? Jeanne d'Arc, oder? Jeanne d'Arc war doch die Diebin. Soweit ich weiß. Versuchen Sie Ihr Glück. Den Heiligen Krieg auch? Die Verrückte? Na, das nenne ich mal eine richtig falsche Antwort. Okay. Nur der Form halber die richtige Antwort. Jeanne d'Arc war natürlich keine Königin. Außerdem würde sie die ganze Pastete verderben, weil sie etwas angebrannt schmeckt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich war mir nur unsicher. Suchen Sie sich eine Kategorie aus. Hollywood-Stars und tonnenweise Ungeziefer, Riesenpolitiker nach Fisch oder umgekehrt. Haut und dreh die Darmflora. Nehmen wir als erste. Und hier unsere Kategorie. Hollywood-Stars und tonnenweise Ungeziefer. 2.000 Euro zahlen wir für die richtige Antwort. Super. Okay, und jetzt heißt es wieder Trailer-Time. Schließen Sie die Augen. Ja. Sie sitzen im Kino und sehen folgenden Trailer. Eine Stadt, belagert von ekligem Getier, verzweifelte Menschen. Nur einer kann sie retten. Doch der Lohn dafür wird ihm verweigert. Er rächt sich und wird zum Kidnapper. Tja, wie geht's weiter? Sean Penn ist das tapfere Schneiderlein. Nicolas Cage ist der starke Vanya. Michael Douglas ist das Rumpelstilzchen. Oder? Brad Pitt ist der Rattenfänger von Hameln. Ah, das ist der Rattenfänger von Hameln. Jetzt liegt's an Ihnen. Brad Pitt spielt hier den Rattenfänger von Hameln. Man hat die Story etwas aufpoliert. Hameln ist jetzt eine Raumstation, die Ratten sind Aliens, die Kinder Mutanten und die Flöte vom Rattenfänger ist in Wirklichkeit, ne? Genau, eine Laserkanone. Echt geil. Dann wählen Sie mal eine Kategorie. Wenn der eine Prof ist, bin ich Gott. Ist der Typ wirklich umsonst? Eine falsche Antwort, fegt Feuer. Eine traumhafte Wahl, denn jetzt heißt es Sekt oder Selters. Drei. Die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage. Bei falscher Antwort Fegefeuer. Was haben wir denn? Okay, religiös empfindsame Menschen weggehört. Ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor und Sie sollen mir jeweils sagen, handelt es sich dabei um eine Gestalt aus der Bibel, um eine Bezeichnung für das männliche Glied oder um beides? Okay. Erscheint der Name einer Bibelfigur? Sie scheinen das Spielchen ja zu kennen. Als dann, ab die Post! Phallus, Bibel, Penis oder beides? Penis. Matthäus. Bibel. Johannes. Beides. Lukas. Bibel. Zebedäus. Bibel. Nein, das ist beides. Pilatus. Ehrlich? Der letzte. Wenzel. Wenzel? Ich hab nie gehört für den Penis. Wenzel.
Hey, wie ist dein Wenzel heute? Der Begriff, los! 5 richtige! Ich sag mal so, damit kann man leben. Das letzte hab ich noch nie gehört. Wenzel, hey, wie ist dein Wenzel? Wie sagt denn das? Promis mit geräuchert, frisch filetiert mit Filmfiguren. Werbung jetzt noch schwachsinniger. Auf jeden Fall. Hey, wie ist dein Wenzel heute? Werbung. Kennst du den Wenzel? Noch schwachsinniger. Dafür gibt es 2000 Euro. Kennen Sie den Slogan Wenzel auch immer so? Aus Freude am Fahren? Schön für Sie. Wenn wir das Kürzel BMW in dem Slogan durch die Abkürzung PMS ersetzen, wie muss der Werbespruch dann korrekt weitergehen? PMS, aus Freude an Gehirnstrommessungen, aus Freude an Menstruationsbeschwerden, aus Freude an sozialistischen Parteien oder aus Freude an kurdischen Freiheitskämpfern. PMS, ist das nicht eine Krankheit, die das Gehirn befällt? Schlagen Sie zu! Weiß, PMS. Oder? Ich nehme mal. Ja. Gehirnstrommessungen? Sie haben doch gar kein Gehirn. Verdammt, er hat recht. Ich sag's Ihnen. PMS steht für prämenstruelles Syndrom. Ergo, PMS. Aus Freude an Menstruationsbeschwerden. Den muss ich unbedingt meiner Freundin erzählen, wenn sie das nächste Mal mit Bauchkrämpfen im Bett liegt. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Glitschig feuchte Rockstars, haarige Lutscherlebnisse, Fistshows und die Fragen aller Fragen. Haarige Lutscherlebnisse. Danke. Die Kategorie diesmal haarige Lutscherlebnisse. 4000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Wenn plötzlich nicht mehr Haribo, sondern ein Karibu Kinder und Erwachsene ebenso froh macht, woran sollten sie dann künftig naschen? An einem Rentier, an einem Papagei, an einer Raubkatze oder an einem Warzenschwein? Was ist denn bitte ein Karibu? Sie haben's in der Hand. Verdammte Scheiße. Karibu. Sie meinen Kakadu, nicht Karibu. Aber Kaka wiederum ist eine gute Bezeichnung für diese Antwort. Toll. Sie haben's zwar nicht verdient, aber ich verrate Ihnen trotzdem die richtige Antwort. Danke. Karibus gehören zu den Rentieren. Meiner Erfahrung nach reagieren Rentiere allerdings ein bisschen komisch, wenn man anfängt, an ihnen herumzukauen. Kategorie wählen, bitte. Du gehst mir auf den Geist, wie dich gibt's auch als Tier. Hey, was wächst dir denn da? Hey, was wächst dir denn da? Hey, was wächst denn da? Ist es denn Wenzel? Komm hier mal drüber weg. Sie wissen ja einst, wie der Hase läuft. Wir hatten das schon mal gehört. Also Wenzel. Hier ist ihr das Penis. Hey, was wächst dir denn da? Was wächst mir denn da? Zinken. Nase. Wanden. Das können die Füße sein. Löffel. Das sind meistens die Ohren. Griffe sind Finger. Ja, Eier sind die Hoden. Haxen sind die Füße. Genau. Birne ist meistens der Kopf. Heiliger Bimbam, da haben Sie ja schwer zugeschlagen. Und hab noch was erklärt an dem Ball. Endstand niederschlägt. Und das war's. Jetzt habe ich 8000 insgesamt verdient hier in Kandidat Jürgen. In diesem Spiel. Wirklich, nur blöd, dass keiner da ist, um ihnen Beifall zu klatschen, was? Naja, hat auch sein Gutes, denn auf die Weise hört's auch keiner, wenn ich ihnen sage, dass sie für mich trotzdem keine Ahnung haben von... Oh, Jack, ich glaube, du musst erst 100.000 oder so verdienen, dass er dir mal irgendeine Anerkennung zuzollt. Tja, wow. Sie haben tatsächlich ein Plätzchen auf der Highscore-Tabelle ergattert. Aber bevor Sie jetzt losrennen, um die Presse zu informieren, die Tabelle war halt... Presse! Okay, wollen Sie nochmal ran? Du, nee, Schatz, ich habe 3 Karten fürs Kino heute Abend. Kommst du mit? Wie heißt denn der Film? Wenn rosarote Herzen träumen. Nein! Die Werbung ist einfach Meine nur so Damen, geil.
Wie kriegen Sie Ihren Mann dazu, einen romantischen Film mit Ihnen anzusehen? Ich lasse ihn mal kurz laufen, ich muss da nochmal selber reinhören. Pflaster aus dem Hause Effiminata. Aber mein Mann würde niemals Östrogenpräparate nehmen. Kein Problem. Das Effiminata-Östrogenpflaster transportiert den Wirkstoff direkt durch die Haut ins Gefäßsystem. Abends heimlich in die Leistengegend ihres Gatten geklebt, entfaltet das Pflaster sofort seine Wirkung. Du Liebling, ich habe mir überlegt, ob wir uns ein Schmusekätzchen anschaffen sollten. Jede Woche bekommt ihr Mann eine höhere Dosis Östrogen verabreicht. Bis schließlich... Du Schatz, heute läuft Weinende Herzen im Sommerwind. Den schauen wir uns doch an, oder? Ja klar, aber nimm genügend Taschentücher mit. Allein der Titel klingt ja schon so traurig. Aber auch im Alltag werden Sie und Ihr Mann neue Gesprächsthemen entdecken. Schatz, findest du, mein Busen ist zu klein? Östrogenpflaster von Effiminata erweckt die Frau in Ihrem Mann. Deutschland, deine Landschaften. Deutschland, deine Berge. Olarilla. Deutschland, deine Städte. Halt das Maul, blöde Sau! Deine Menschen. Ihr Schweine, ich bring euch alle um! Bobsweder Weizen. Ein Bier wie Deutschland. Kinder, habt ihr die Nase voll von langweiligen Plüschtieren, mit denen man nichts anfangen kann? Dann wünscht euch Stiffy, das Tierversuchsäffchen für den Wissenschaftler von morgen. Stecke Stiffy unsere Sonde aus rostfreiem Edelstahl ins Gehirn, um verschiedene lustige Reaktionen hervorzurufen. Guck mal, wenn ich das Ding da reinramme, zuckt sein linkes Bein. Cool. Operiere ihm einen zweiten Kopf auf die Schulter. Mal sehen, ob du davon schlauer wirst, Stiffy. Oder verabreiche ihm noch ungetestete Kosmetika und sieh zu, was dann mit ihm passiert. So ein lustiges Shampoo. Der Stiffy hat sein ganzes Fell verloren. Beim Stiffy-Verhaltenstest gibt's Plastikbananen für richtige Reaktionen. Gut, Stiffy. Und Stromschläge bei falschen. Leider falsch, Stiffy. Ja, Stiffy, das lustige Tierversuchsäffchen für den kleinen Hobbywissenschaftler. Sie wollen, dass Ihre Tochter eine große Athletin wird und Ihnen Millionen an Preisgeldern einbringt? Dann vertrauen Sie auf uns, die Mädchensportschule Starlinka. Bei uns lernt Ihre Kleine, was man braucht, um im Sport nach oben zu kommen. Sie erlernt Disziplin. Was isst du da? Einen halben Apfel. Du isst nichts, bis du runter bist auf 16 Kilo, du fette Kuh. Sie erlernt Durchhaltevermögen. Aua, ich habe mir am Barren das Rückgrat gebrochen. Na und? Kletter wieder rauf, du Heulsuse. Hopp, hopp, hopp. Und sie erlernt Erfolgsdenken. Hurra, ich habe die Silbermedaille gewonnen. Nur Silber? Aus meinen Augen, Versagerin! Aber das Beste ist, nichts steht einem langen Sportlerdasein im Wege. Denn bei uns bleiben Mädchen Mädchen. Was sehe ich da? Sind das Brüste? Hast du deine Medikamente nicht genommen? Mädchensportschule Starlinka. Wir machen aus schwabbeligen Backfischen muskelbepackte Goldesel. Das ist so geil. Ich finde das so geil. Jede Nacht fallen Millionen Menschen in der Welt für 6 Also ich verabschiede mich schon mal. Ohnmacht. Ihr Lieben, der Fossibär, das Superhut und Sephiroth sagen auf Wiedersehen. Doch wie ist diese Schlafohnmacht? Leiden auch Sie daran, dies und mich heute Abend in Lokus TV. Tschüss.